Herzlich willkommen, Sepp Kratzer. Der große Winston Churchill hat mal gesagt, ich traue nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Ich weiß jetzt nicht, wie gut meine Statistik ist. Es mag ja sein, dass das eine oder andere nicht stimmt. Aber eins weiß ich, Sepp. Es hat lange, lange nicht so wenig Disqualifikationen gegeben wie in diesem Winter. Ursache? Auswendig weiß ich es nicht, aber vom Gefühl? Ich glaube dir, dass du die Statistik richtig führst, dass es so wenig Disqualifikationen gegeben hat wie noch nie zuvor. Wenn du den Grund wissen willst, es war eine Olympiasaison. Die Athleten nehmen so eine Saison vielleicht noch ein bisschen ernster. Mhm. Und das Zweite wäre für mich vielleicht das Band, das wir eingeführt haben. Wir haben ja ein Band um die Taille eingeführt. Und dieses Band ist jetzt heuer ohne Toleranz. Ja. Und wenn die Passform von diesem Band stimmt, dann ist es auch viel leichter, die Passform des Anzuges zu kontrollieren bzw. anzupassen. Ich habe auch ein Interview mit dem Sokrawski gemacht, mit dem Wladimir. Und da sagt er, naja, irgendwann muss ich es ja mal begreifen. Ja, ich muss sagen, ich war mit dem Sokrawski diese Saison sehr, sehr zufrieden. Ja. Er war natürlich einige Male bei den Kontrollen, wie sich's gehört. Und sein Anzug hat gepasst. Ja, ja. Sepp, dennoch, so hundertprozentig bist du wahrscheinlich auch noch nicht zufrieden. Ich gebe mal das Stichwort Entscheidung Normalschanze in Korea und Simon Ammann. Und dieses sechsmal auf den Balken, wieder zurück, der hat ja Reklame für Bofors gemacht. Ja, wir haben da auf alle Fälle noch einen Bedarf, was die Infrastruktur im Anlauf betrifft, dass wir da bessere Sachen adaptieren könnten. Also es wäre meiner Meinung nach, wenn ich jetzt ganz kurz sagen kann, wenn ich da zwei Elemente mit a 2 Meter hinstelle, wo ich von hinten gewärmt wäre, das wäre eine große Hilfe für die Athleten. Ja. Also in diesem Bereich haben wir auf alle Fälle noch Luft nach oben. Ja. Denn ich habe das beobachtet, du hast ja versucht, noch mit einer Decke da ein bisschen ihm ein wenig Wärme zu spenden. Nur das war ja für die Katze bei den Temperaturen, das hat ja gar nicht geholfen. Also da hat man schon fast Mitleid mit den Athleten. Naja. Die dürfen jetzt sich ja auch nicht bewegen, die dürfen keine Gymnastik machen. Ne? Ja, er darf sich schon ein bisschen bewegen und ich bin nicht ganz deiner Meinung, dass es nichts hilft, sondern der Athlet hat das Gefühl, er wird betreut, er fühlt sich sicher, er weiß genau, es kann nichts passieren, dass die Ampel jetzt plötzlich auf grün schaltet oder was auch immer, sondern einer von uns ist in der Nähe vom Athleten, beruhigt den Athleten und sagt ihm ganz genau, was in den nächsten Minuten passiert, sodass sich der Athlet voll auf den Wettkampf konzentrieren kann. Ich glaube, Sepp, du hast ihm sogar angeboten, auch nochmal zurückzugehen. Kann das sein? Ja, das war der Walter zum Beispiel. Der hat ihm angeboten, ob wir jetzt eine längere Pause machen sollten. Ja. Die hat er verneint, der hat das abgelehnt. Ja. Also er hat sich gut betreut gefühlt oben im Anlauf auf alle Fälle. Ja. Also alles in allem bist du mit den Regularien und mit dem Verlauf des Winters ganz zufrieden. Ja, kann man so sagen. Ja. Wir haben noch Verbesserungspotenzial, was unser Prozedere betrifft. Da sind wir dran, dass wir schauen, wo können wir noch was verbessern. Aber grundsätzlich war ich mit dieser Saison zufrieden. Okay, dann wollen wir auch zufrieden sein, wünschen dir beste Gesundheit, dass das alles so weiterläuft und dann sehen wir weiter. Danke, dir auch beste Gesundheit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay.